Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Swarze, einer neuen Durchgespielserie von Cyrils Brettspiele, hier mit Nils heute. Das Ganze kommt von Underworld Kingdom, einem polnischen Verlag. Ja, und da wollen wir doch mal gucken, wie es geht. Ich habe ja gestern schon die Regeln versucht zu erklären und jetzt geht es direkt los, dass ich mit meinem versuche, eine Quest zu machen. Ihr erinnert euch, gestern habe ich euch die allererste Mission erzählt. Perform a Nighttime Quest in a Village of your choice. Man kann auch jederzeit übrigens gucken, was man hat. Und übrigens, ich habe hier noch ein +1 Brutalität. Nur, dass ihr es wisst, das wäre natürlich auch noch etwas, was ich noch ins Spiel bringen könnte. So, im Solo-Spiel ist es so, dass jede Runde damit startet, dass ich einen dieser Tokens nehme hier und den in eine Location meiner Wahl tue, beziehungsweise nicht meiner Wahl, sondern des Zufalls, in The Wharf. So, das ist jetzt also hier. Das heißt, hier ist jetzt schon mal einer drin. Das ist insofern ganz interessant, weil dort gibt es ja eine Nachtaktion und ich wollte ja irgendwann mal eine Nachtaktion starten. Eine Cunning-Aktion. Und ich wollte ja irgendwann mal eine Cunning-Aktion starten, eine Quest. Aber ich glaube, ich habe ja hier jetzt so ein bisschen was, was ich schon mal machen möchte. Und als allererstes möchte ich mal hier losgehen, und zwar hier in die Burg. Wenn ich da hingehe, dann wissen wir ja, muss ich hier schon mal einen Bösen reinlegen oder einen Guten, das kann ich mir komplett aussuchen. Ich möchte aber einen Bösen, weil ich hier auch noch zusätzlich nämlich eine böse Aktion ausführen muss. Dafür muss ich natürlich einen weiteren bösen Token da reinlegen. Jetzt weiß ich, sind da schon zwei. Das ist auch gut so. So, jetzt sehen wir hier Nacht, Brutalität +1. Das heißt, ich gucke mal bei meiner Nacht. Ich habe hier eine 3, Brutalität +1. Sind also insgesamt, ich hole mir mal die Karte her. Das heißt also, ich darf schon mal 4 Karten ziehen, um dieses hier zu schaffen. Auf die Brutalität habe ich noch immer einen +1. Das heißt also, ich habe wirklich hier bei der Nachtaktion, man schaffelt immer vorher, so habe ich wirklich 5, um dieses Symbol oder höher zu kriegen. Nur Vollmond ist höher und das ist ja Dreiviertelmond. Also 5 Karten. 1, 2, 3, 4. So, das reicht schon. Das ist Dreiviertelmond. Hat geklappt. Damit kriege ich diese Karte. So, was habe ich also gemacht? Ich habe hier die Quest genommen, bin runter hier auf 2 gegangen, hätte alles schön der Reihe nach machen sollen. Bringe dann die nach oben, die Duel, dann rutscht die wieder dahin. Habe danach dann meine Aktion ausgeführt, hat geklappt. Und am Ende der Runde gucke ich, in noch keinem Dorf sind 3 Token. Aber ich kann nachgucken, ich habe meine erste Mission erfüllt. Draw 2 chosen Influence Tokens. Das ist natürlich gut, dass ich nachher noch Influence Tokens ziehen darf. Und was habe ich hier als Effekt? Hier habe ich hier Discard 2 random Influence Tokens. Die Karte kann ich eigentlich abwerfen, weil ich ja nicht selber was discarden will. So, jetzt habe ich immer ein kleines Problem, weil ich hier ja auffüllen muss. So, das Village, da kommt eine neue Quest hin hier. Ich mache mal hier ein Discard Pile für Quests. So, das war auch schon die erste Runde. Jetzt nimmt man einfach einen weiteren Token hier in jeder Runde. So ist das einfach hier. Die Location ist diese hier. Das ist wieder Ravenwood. Oder was heißt wieder? Nee, habe ich noch gar nicht gehabt. Ravenwood ist hier auch eine Stadt. Geht da rein. So, jetzt mische ich mal eben Decks. Vorher kann ich allerdings noch mal angucken, was ich jetzt machen muss hier. Complete a Cunning Quest, which is found in a village. Additional test modifier -1. Also ein Cunning-Test der etwas schwereren Art. So, am Anfang der Runde sage ich als allererstes mal, dass ich diese Aktion hier nutzen möchte. Ich möchte 2 Influence-Tokens meiner Wahl nehmen. Das ist mir wichtig. Damit ist dann diese auch verbraucht. Hier. Aber 2 Influence-Tokens meiner Wahl, dazu nehme ich mal hier 2 Böse hier wieder dazu, weil ich ja die jetzt sozusagen habe, die Brutalitätstokens. So, dann den Token habe ich schon gelegt. Ich nehme die Here I Am-Aktion. Gehe hier also auf 2 runter. Dieser hier wird
so runterkommen. Damit ist jetzt hier die Quest frei. Die brauche ich auch kurzfristig oder gleich. Und jetzt gucken wir mal, dass ich da oben sage, hier I am. Ich habe da ja schon zwei böse Token hingebracht. Bringe ich da hin. Normalerweise könnte man sich jetzt auch bewegen und dann würde man sogar noch etwas kriegen. Will ich aber nicht. So, damit haben wir jetzt am Anfang gemacht, um das mal der Reihe nach durchzugehen, als allererstes diese Aktion gemacht, dann eine Aktion ausgewählt, das alles verschoben und die Würfel angepasst. Dann habe ich die Aktion da oben gemacht, nämlich den Here I Am Token gesetzt. Ein Event kommt nicht, weil ich bin ja erst auf die 2 runter. Ja, und drei Influence-Tokens gibt es auch noch nicht. Und meine Mission habe ich diese Runde nicht erfüllt. Damit gehen wir auch schon direkt in die nächste Runde. Und dazu ziehen wir wieder hier ein und platzieren den irgendwo. Hier zum Beispiel in The Wharf. So, The Wharf hat damit schon 2 zufällige Token. Das ist natürlich ein bisschen gefährlich, hier The Wharf zu haben mit 2 zufällig. Da ist ebenfalls einer. Wir sind ja jetzt schon in Runde 3. Das heißt, aber ich gehe gerne in The Wharf. Das soll mich nicht abhalten, ehrlich gesagt. Wobei die Here I Am Aktion natürlich auch möglichst schnell was verspricht, wo man was kriegen kann. Jetzt beginnt meine Aktion. Ich habe keine Extraktion, complete a cunning quest in a village, additional test modifier minus 1. Cunning habe ich aber zum Beispiel bei Nacht 5. Das heißt also, eine Nacht-Cunning-Aktion sollte nicht so schlimm sein in einem Village. Hier haben wir nur Brutalität, hilft nichts. Hier haben wir Cunning minus 2, ist heftig. Da oben hätte ich Cunning minus 1, nicht so schlimm, könnte ich machen. Und hier habe ich Cunning plus 0. Das heißt also, ich gehe hier hin, setze dort jetzt einen ein, zum Beispiel einen bösen und nutze dann für die Cunning-Aktion einen guten. Leider ist der jetzt schon voll, das ist ein bisschen traurig, macht aber nichts. So, jetzt probiere ich die Cunning-Aktion hier 0 auf Nacht, minus 1 von hier. Das heißt, 4 Karten, um den halben Mond zu kriegen. Gucken wir mal hin. Nacht, Entschuldigung. 1, gleich den ersten vollen Mond. Das heißt, die Quest ist erledigt hier. Soweit, so gut. So. Das heißt, da kommt in das Village eine neue Questkarte rein. Jetzt sind hier ja 4. Jetzt werden die umgedreht. Jetzt guckt man die sich an. Hier sind 2, 2, macht also nichts, ist also in Ordnung. Damit passiert das da nichts in dem Village und es wird nicht gut oder nicht böse. Wir haben jetzt die Aktion schon ausgeführt. Das war die Quest. Dazu musste ich ja logischerweise schon wieder den nehmen. Habe ich ganz vergessen. Hättet ihr mich auch darauf hinweisen können. Hier, zack. Damit ist die Here I Am wieder sichtbar und der schon auf 1 runter. Aber ich habe hier Complete a Cunning Quest mit dem Modifier 1 habe ich gemacht. Das heißt, ich habe wieder 2 Effekte für die nächste Runde und ich fange an, wieder Karten zu mischen. Die nächste Runde beginnt wieder einmal damit, einen dieser Token hier zu nehmen, zufällig in irgendeine Location meiner Wahl zu legen. The Burg. Damit ist, glaube ich, dann die Burg hat dann, glaube ich, 3 hier oben. Das heißt, da kann ich umdrehen. Das ist ja ganz gut. Das sollte mir am Ende der Runde auch wirklich helfen. So, was möchte ich? Ich möchte mich, ich habe nur 2 hier. Das ist mir ein bisschen wenig. Und ich muss Harm the Lost Children. Die beiden Lost Children sind da beide nicht. Das heißt, die muss ich nach hinten ziehen. Das heißt, ich ziehe erst einmal den hier und nehme mir 2 Influence Token. Das muss ich ja erstmal nehmen. Dann die Lost Children nach vorne und hier auf 2 runter. So, dafür darf ich mir jetzt 2 neue Token nehmen. Dann nehme ich mir halt beide guten. Jetzt ist die Karte leider gleich weg. Dazu habe ich mich auch nicht bewegt und bleibe da erstmal stehen. So ist es nämlich. So,
Am Ende der Runde, da passiert nämlich gar nicht viel. Am Ende der Runde habe ich aber hier drei, werde die aufdecken. Zack, zack, zack. Da ist natürlich böse überwiegend. Ich habe ja auch zwei reingelegt. Das heißt, ich war mit meiner Vorhersehung richtig. Und damit fliegt diese hier weg, diese Karte. Ja, diese beiden hier sind wirklich nur für die Mehrspieler-Variante gut. No one can announce mission complete this round. Bringt ja nichts. Und dieses hier auch. Play the top mission card of your choice on the bottom of the deck. Das ist alles relativ sinnlos. Hier, add a favor token from the pool to the village of your choice. Das ist natürlich ganz gut. Damit kann ich einen positiven Token hintun. Brauche ich aber nicht. Was ist denn meine nächste Mission? Pass a Brutality Test, Additional Test Modifier minus 1. Also Brutalität, da die heben sich natürlich auf. Das heißt, Brutalität wäre ja am besten hier am Tag 4. Gucken wir mal, ob ich irgendwo eine Tag-Brutalität habe. Hier zum Beispiel, aber minus 2, das heißt, da hätte ich nur 2, ist nicht ganz so erwünscht. Ja. Minus 3 da oben. Hier ist nur minus 1, aber in der Nacht. Ist also faktisch das Gleiche. Aber ich könnte nochmal wieder in die Burg gehen. Da hatte ich ja eigentlich ganz gute Erfahrung. Lege einen Brutalitätstoken, dann wieder. Und danach nochmal die Here I Am Sache. Das Blöde ist, ich brauche eine Quests und Quests sind unten. Aber ich könnte erst hingehen, die Here I Am Aktion nehmen. Könnte, ich hatte jetzt extra hier die Lost Children gemacht. Naja, ist halt so. Oder ich nehme einfach noch einen Umweg über nochmal Influence. Die muss ich sowieso irgendwann ja nochmal kriegen. Und dann rutscht der Würfel hier weiter. Das ist vielleicht ganz gut, das machen wir mal. Also, erst einmal die Influence hier wieder hin. Damit rutscht das alles einen weiter. Der hier geht auf 2 runter. Dann nehme ich mir nochmal 2 Einfluss und vorweg habe ich natürlich schon wieder eine, die zu irgendeiner Location geht. Das ist Lake Rundoon, der wäre hier hingegangen. So, irgendein zufälliger. Und jetzt in der nächsten Runde kommt noch einer rein, der geht auch irgendwo hin. Nämlich hier zum Beispiel Dead Marshes. Wo sind die Dead Marshes? Das ist hier, das heißt, da liegen jetzt auch schon 2. Das ist natürlich auch interessant. So, welche Runde möchte ich jetzt machen? Ich würde ja am allerliebsten die Here I Am Aktion machen. Was kommt denn danach als nächste Mission bei mir hier? Danach, instead of performing an action in your round, discard 2 favor and 2 fear tokens. Das habe ich ja quasi. Jetzt muss ich nur den Brutalitätstest machen. Meine Aktion wird sein, Here I Am. Damit habe ich dann nämlich die Quest wieder freigeschaltet. Hierhin tue die hin. Die Quest kommt dahin. Zack. Here I am. Dazu gehe ich natürlich irgendwo hin, wo noch nichts ist. Hier rein. Und ich sage mal, weil ich ja als nächstes einen Brutalitätstest machen möchte, ich habe dort Brutalität und lege dort natürlich auch einen Brutalitätsstein rein. So, das war auch schon wieder das Ende der Runde. Sonst passiert nichts und die nächste Runde startet damit, dass ich hier irgendwo einen neuen komischen in eine Location nehme. Nehmen wir mal den hier. In the Wharf. Aha, hier, da sind jetzt schon wieder 2 drin. Ziemlich viele da. Ja, gut, okay. Gut, diese Runde kann jetzt auch. Jetzt sollte ich einen Brutalitätstest machen. Dazu gehe ich hier hin. Dadurch wird dieser hier jetzt auf 0 gesetzt. Den legt man kurz zur Seite. Damit kommt dann wieder hier I am nach oben. Das mache ich dann gleich am Ende. So, und jetzt tue ich natürlich hier einen Brutalitätstoken rein, weil ich ja eine Brutalitätsquest machen will. Aber ich nehme auch noch einen guten Token hier. So, so weit, so gut. So. Das heißt hier, das habe ich jetzt gemacht und auch geschafft. Jetzt will ich hier die Brutalitätssache machen in der Nacht. Minus 1, okay. Hier von noch minus 1, plus 1 ist also schon mal hier in der Nacht. Brutalität 3, minus 1 sind 2, die ich haben muss.
aber nur so einen halben Mond. Das sollte, denke ich, reichen. Hier in der Nacht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich nicht... Ha, nee, brauche ich doch nicht. Ich hätte ja noch einen Brutalitätstoken abgeben können, um das zu machen. Brauchte ich aber nicht. So, damit habe ich jetzt am Ende der Runde hier auf jeden Fall meine Mission auch geschafft. Das war die Aktion. Dann müssen wir hier hingehen. Ich hätte auch so gerne hier noch etwas gemacht, nämlich hier diese Sachen umdrehen. Hier, zack. Da habe ich natürlich Brutalität, also auch hier Brutalität. Ich habe übrigens vergessen, hier vorne die Brutalität hier oben reinzulegen. Da war ja Brutalität. Jetzt hier, so. Die ist damit auch. Damit habe ich sogar zwei Quests geschafft, weil ich ja eine dadurch schaffe, dass ich das gemacht habe, nämlich den Brutalitätstest und das andere hier. So, das sollte es sein. Die erste Karte, die erste Mission ist wieder auf 3 zurück. Die fliegen nicht raus, diese Events. Nur, dass ihr wisst, die sagt, nimm einen zufälligen Token von jeder Stadt weg. Das machen wir dann mal hier, einen zufälligen Token. Ja, und ich habe jetzt wirklich nur noch eine einzige Mission. Pass any daytime test. Additional Test Modifier minus 2. Wenn ich mir Tag angucke, würde ich ja am liebsten Brutalität machen. 2, das heißt minus 4 minus 2 sind 2 plus 1 ist immerhin 3. Naja, und wer sich das jetzt überlegt, da ist eine minus 1 des Bildes. Hier ist noch keine Quest. Das heißt, das erste, was ich machen werde, ist Dual nehmen. Einfach nur umdrehen. Zack, hier. Dafür muss ich den auf 1 runterlegen. In der Zwischenzeit ist nichts passiert. Ich hätte natürlich noch einen Random Token hier genommen zu einer Random Location, zu The Burg und den nächsten für die nächste Runde zu Silent Hills. Also einen zu Burg und einen Silent Hills sind beide die, also dahin. So, jetzt habe ich auch schon für die letzte Runde das genommen. Jetzt kann ich hier einfach die Quest nehmen und dahin gehen. Zack. So, fürs Dahingehen lege ich einen Token wieder ab, spielt aber keine Rolle. Da ist der Magier, das wollte ich euch nochmal zeigen. Der Magier, wenn man da ist, bringt der plus 2 auf jeden Test. Der Test selber ist minus 1, das heißt erstmal eine Karte mehr. Dafür muss man aber revealen, wo man ist. Macht im Einspieler Spiel nichts. Ich habe gesagt, plus eine Karte, plus 2 Karten, minus 2 Karten ist also 0. Und dann habe ich einen Nachttest, sehe ich gerade Brutalität. Aber ich wollte ja eigentlich einen Tagtest. Es war also ziemlich doof, dahin zu gehen. Ich muss also irgendwo anders hingehen. Ich muss natürlich auch die Quest nehmen hier. Weil ich ja ein Daytime haben muss. Da habe ich nicht aufgepasst. Hier zum Beispiel ist ein Daytime Brutality. Das heißt, der fliegt einfach dahin. So, Daytime Brutality. Immer noch 4 minus 2 ist 2. Plus 1 ist 3. Plus 2, plus 1 von der Quest sind 4. Und ich muss dieses hier schaffen. Daytime 4. Erste Karte geschafft. Und damit wäre am Ende des Spiels das hier geschafft. Wie ihr sehen könnt, ist Swartz, obwohl es hier auch offiziell als Solitärspiel angegeben ist, wirklich kein Solitärspiel. In dieses Spiel kommt viel, viel, viel mehr Interaktion rein, wenn man hier mehrere Leute drauf zuhört. Aber das erzähle ich euch morgen alles. Ihr habt jetzt die ganzen Mechaniken gesehen. Ihr habt gesehen, wie es läuft. Im Grunde war das hier ein Extended-Regel-Video, kann man so sagen, für heute. Und morgen kriegen wir dann ein Funnel-Fazit. Bis dahin alles Gute, euer Nils. Tschüss.